Pflege wählt die Partei, die endlich Schluss macht mit der pflegebedingten Altersarmut. Wir sind in einer Situation, dass alte Menschen zunehmend trotz Pflegeversicherung Geld aufbringen müssen, um sich pflegen zu lassen, ambulant wie stationär. Im stationären Bereich bedeutet dies beispielhaft, dass sie ca. 2.500 bis 3.000 Euro im Monat bei einer stationären Versorgung dazuzahlen müssen. Dies ist deshalb besonders empörenswert, weil die Pflegeversicherung eigentlich dafür gedacht war, dass der pflegebedingte Aufwand, ein Teil dieser Zahlungen, für einen Durchschnittsrentner vollständig durch die Pflegeversicherung finanziert wird. Das ist zunehmend nicht mehr der Fall. 500 bis 800 Euro bezahlt ein Bewohner dazu, um den pflegebedingten Aufwand zu finanzieren, der durch die Unterbringung in einem Altenheim heute an Kosten aufgewendet werden muss. Das ist unerträglich und führt die Pflegeversicherung in eine Situation, die abweicht von den eigentlichen Überlegungen, warum wir sie gestaltet haben. Die Parteien, die diese Situation abschaffen, die Pflegeversicherung wieder zu dem machen, was eigentlich intendiert war, diese Parteien sollten gewählt werden. Vielen Dank.